Brüder und Schwestern in Christus, das Fest der heiligen Familie ist sozusagen etwas überaltet, könnte man behaupten. Es ist Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt worden und das Bild, das in der heiligen Familie sehr oft gesehen wird, ist etwas, was unsere Wirklichkeit sehr oft ziemlich fremd ist. Und wenn man ehrlich ist, das, was ich mit der heiligen Familie normalerweise verbinde, also diese heile Welt, die da im Nazareth herrschte, das ist etwas, was man auch im Leben nicht wirklich verwirklichen kann. Wenn ja, dann bist du glücklich. Ich habe das nicht erlebt. Auf jeden Fall nicht so, wie es mir im Katechismusunterricht vermittelt wurde. Umso mehr, da ich noch am Diözesangericht in St. Pölten tätig bin, wo ich Ehesachen behandle als Bandverteidiger, also ich muss immer für die Ehe eintreten, für all das, was sie retten kann. Und da gewinne ich einen ziemlich tiefen Einblick in das, was das Eheleben anderer ausmacht, einen, den ich nicht unbedingt immer haben möchte. Da sehe ich, wie die Menschen leichtfertig mit ihrem Leben umgehen, wie sie leichtfertig mit dem Leben anderer umgehen, wie unerfahren und unreif sehr viele sind, die diesen Weg gehen. Also man könnte meinen, diese ganze heilige Familie ist etwas, was niemand leben kann. Noch mehr, wenn man die erste Lesung gehört hat aus dem Buch Jesus Sirach, wo auch seine heile Welt beschrieben wird, wie Israel zu leben hat, dass die Kinder ihren Eltern gehorchen sollen, dass die Eltern ihre Kinder nicht schlecht behandeln sollen, dass die Eheleute miteinander friedlich leben und so weiter und so fort. Also wirklich, das ist nicht lebbar, das ist keine Realität, die man im eigenen Leben verwirklichen kann. Manchmal gelingt es, aber wenn man ehrlich sein soll, gelingt es ziemlich selten. Und wenn man auf die heilige Familie noch einmal einen näheren Blick wirft, dann wird vielleicht deutlich, warum die Kirche trotz allem an diesem Vorbild für uns alle festhält. Mir gefällt dabei am besten die Gestalt des heiligen Josef, ein Mann, der kein Wort in der Bibel von sich gibt und trotzdem als heilig erachtet wird, als ein Vorbild, als einer in dieser heiligen Familie. Man muss sich das vorstellen, er war mit einem jungen Mädchen verlobt, sie war vielleicht 12, 13, das war damals gang und gäbe, nichts Außergewöhnliches und ja, diese Ehe war höchstwahrscheinlich auch vermittelt, kann man annehmen. Und dann erfährt er irgendwo, ja, die ist schwanger und er weiß ganz genau, das Kind ist nicht von ihm. Man kann sich das so vorstellen, dass er mit seinen Kumpels irgendwo am Abend zusammensitzt und vielleicht Wein oder Bier trinken. Heute würde es sicher so ablaufen und sagt, na, schaut mal, ich bin mit Maria da verlobt, wir sollen heiraten und die ist schwanger. Etwas, was heutzutage auch nicht selten passiert, vielleicht ist es nicht so fremd, dieses Bild. Und dann noch dazu sagt er seinen Kumpels, das Kind ist nicht von mir. Und für mich ist es erstaunlich, was er dann tut, was Maria auch tut, was in dieser Familie geschieht. Weil hätten sie darauf gebaut, was die Moral ist, was die Ethik ist, was die geltenden gesellschaftlichen Ordnung ausmacht, dann müssten sie auseinandergehen. Das ist auch der erste Gedanke, der Josef eigentlich in den Kopf kommt. Ich muss sie wegschicken, damit ihre Ehre, meine Ehre und die der ganzen Sippe geschützt wird und lalala. Also da gab es Vorschriften. Da kann man nachlesen im Alten Testament. Ist eine mühsame Lektüre und nicht immer nachvollziehbar, warum das damals so war.
Und das muss uns auch nicht interessieren. Aber Josef, sein erster Gedanke war, ich schicke sie weg. Und für mich ist die Frage, warum er eigentlich dann zu ihr gehalten hat. Was hat er in dieser Frau dann letzten Endes gesehen, was ihn dazu bewogen hat, zu bleiben? Und das ist auch etwas, was für uns heutzutage wesentlich werden kann, sowohl in den Familien wie in den Gemeinschaften. Also ich sehe meine eigene Familie ziemlich selten, die Schwestern höchstwahrscheinlich auch. Also zu Weihnachten war ich das letzte Mal bei meiner Familie, glaube ich, vor 15 oder 16 Jahren. Aber das macht mir nichts aus. Ich habe eine Gemeinschaft, die mich auch trägt. Und was ich glaube, dass Josef da erkannt hat, und Maria dann letzten Endes auch, weil sie hatte sicher Riesenangst vor dem, was ihr bevorsteht. Sie wusste, höchstwahrscheinlich hat sie sich das eingeredet, also diese Vision mit dem Engel, das war vielleicht ein schöner Traum. Und dann wuchs der Bauch, ne? Und irgendwie wurde dieser Traum Wirklichkeit, der beste Beweis, oh, das stimmt was nicht mit mir. Also diese ganze Situation bei den beiden war nicht ganz so locker, flockig und angenehm, wie wir das oft sehen möchten in der heiligen Familie. Und als Jesus heranwuchs, er war auch ein Kind und Kinder können auch unmöglich sein. Ich vermute, Jesus war da nicht anders. Das, was diese Familie so besonders macht, ist ihre Gottbezogenheit, das in ihrer Mitte Gott steht. Nicht nur wortwörtlich in der Gestalt Jesus selbst, der Sohn Gottes ist, sondern weil sie sich darauf eingelassen haben, was auf sie zukommt, weil sie diesen Weg mit Gott gemeinsam gegangen sind. Wo Josef dann irgendwann erkennt, das ist mein Weg, das ist mein Weg zum Glück, mein Weg zur Heiligkeit, der Weg, der mir Gott vorschlägt. Dasselbe war es bei Maria. Die hat gleich Ja gesagt. Die hatte keine großen Zweifel. Die kamen vielleicht dann später. Und dieses Bild von einer Familie, für die es nicht einfach ist, den Willen Gottes anzunehmen, ist etwas, was, glaube ich zumindest, heutzutage sehr wichtig ist. Weil wir verlassen uns in unserem Familienleben zu sehr auf unsere eigenen Fähigkeiten, zu sehr auf unser eigenes Wissen, auf unsere eigenen Erfahrungen. Alle sind heutzutage blitzgescheit. Sie wissen, warum die Frau so handelt, warum der Mann so denkt, warum er sich so verhält und warum das und jenes so läuft. Man hat ja Bücher gelesen, man hat den eigenen Verstand. Aber ich habe das selber in meiner eigenen Familie erlebt und ich kann wetten, jeder von euch hat das auch erlebt. Wenn du dann so überlegst, warum mein Mann, meine Frau, mein Kind, meine Eltern so sind, wie sie sind, die Idee, denjenigen zu fragen, warum du so bist, kommt ganz am Ende. Man sucht die Gemeinschaft absichtlich nicht, weil das anstrengend ist, sich auf den anderen einzulassen, ihm zuzuhören und vielleicht die eigene Sicht der Dinge zu revidieren. Weil das kann sein, dass du dich irrst in der Einschätzung. Ich habe mich sehr oft in meinem Leben geirrt, was meine Familie betrifft. Im Guten wie im Schlechten. Deswegen schlägt uns im Hebräer, also im Kolosserbrief, aus dem wir gehört haben, Paulus eine Lösung vor. Wie wir dazu kommen können, dass Gott in der Mitte unseres Familienlebens, unserer Gemeinschaften steht. Weil das ist gut, das zu wissen, dass wenn wir es so machen wie die heilige Familie, wird es funktionieren. Bei denen hat es funktioniert, die sollen uns ein Vorbild sein. Und die sind es, weil sie Gott in ihrer Mitte hatten. Nur so konnte Gott Fleisch annehmen, weil sie sich darauf eingelassen haben. Und wie wir dazu kommen, das schreibt Paulus in seinem Brief. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid seine auserwählten Heiligen. Ihr seid etwas Besonderes.
Und darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt euch gegenseitig, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das ist vielleicht ein hoher Anspruch, der an uns gestellt wird, aber das ist der einzige Weg, der uns zu dem führen kann, was die heilige Familie hatte, dass Gott in der Mitte unseres Lebens steht. Davon bin ich überzeugt, davon war auch, glaube ich, Paulus überzeugt, wie er diesen Brief geschrieben hat. Und frag dich selbst, wie viel Geduld, wie viel Erbarmen, vor allem Erbarmen, wie viel Güte, Erbarmen steht in diesem Brief an der ersten Stelle, wie viel Erbarmen du mit deinem Mann, mit deiner Frau, mit den Menschen, mit denen du dein Leben teilst, hast. Das ist keine Anklage, das ist eine Weisung für uns alle. Das ist der Weg, den Gott uns vor Augen legt, damit unsere Familien nicht so bröckeln, wie sie normalerweise bröckeln. Das ist auch eine Tatsache sehr oft. Damit sie nicht schwach werden, sondern stark. Stark dadurch, dass Gott sie trägt und dass unser Blick immer darauf gerichtet ist, was uns in diesem Leben tragen kann. Ich wünsche euch allen das aus ganzem Herzen und auch den Schwestern in der Gemeinschaft. Das ist nicht immer einfach. Das ist wie in der Familie. Da wählt man sich die Leute nicht aus. Man wird zusammengewürfelt von Gott und man muss sich darauf einlassen. So ist es auch im Familienleben. Die Kinder kann man sich meistens auch nicht aussuchen. Die sind halt da. Und dann muss man damit irgendwie zurechtkommen. Oder mit einem Ehemann, der sich verändert. Mit einer Ehefrau, die sich verändert im Laufe der Zeit. Das ist nichts Schlechtes. Das ist immer eine Herausforderung. Aber den Weg, den hat uns Gott gezeichnet. Den kann jeder von uns gehen.